Das ist super. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ein Inkribbon. Genau, damit können wir speichern. Ein Farbband, das nehmen wir. Und ich denke mal, dass wir vielleicht auch speichern sollten, oder? Auf jeden Fall. Damit können Sie Ihre Fortschritte speichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Jo. Ja. Speichern auf Karte 1 oder 2, das ist mir egal. Das Faszinierende ist ja, im ersten Teil gab es anscheinend also Schreibmaschine, stimmt schon, aber in den anderen Teilen hast du halt immer eine Schreibmaschine aufsuchen müssen, um zu speichern. Hier hast du anscheinend, kannst du überall speichern. Ach so? Ja. Okay. Das ist gut. Oh, sag mal hier, die FPS, die sind momentan echt am Arsch. Deswegen mag ich Fraps nicht so. Ich wünschte, ich könnte das mit DxTory oder so aufnehmen. Ja, ja. Aber das erkennt meist das Fenster hier nicht. Na gut, ich muss sagen, also ich habe mit Fraps eigentlich jetzt keine Probleme. Naja, ich habe einen Laptop und so. Ja, ich kenne die Geschichte. Ja, und du weißt schon, mein Acer Predator, der wartet noch auf mich. Stimmt, ja, ja. Du wolltest mir den schon längst mal zuschicken. Ja, ich weiß nicht, was damit los ist. Ja, ja. Diese bösen Leute bei Amazon. Genau. Okay. Ist jetzt was da drin? Da ist nichts drin. Genau, da ist noch einmal jetzt ja, hingelaufen, hat irgendwas reingeschmissen. Ja, genau. Irgendein Alien. Oh, hoffentlich findet das keiner. Ich meine nicht ein Alien, ein Zombie. Ein Gnom. ich kann nicht sehr weit sehen, ja, wir wissen es. So. Okay, ich sage, gute Blutfleck brauchst du, glaube ich, nicht mehr untersuchen. Jo, aber irgendwer hat die Leiche da weggebracht. Musst du Barry fragen? Ja, werde ich machen. Der wollte ja nochmal rein, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Der wollte hier nochmal her und nochmal schauen. Genau. Der ist vielleicht gerade am Aufräumen. So voll in diesem Hausmädchen-Dress. Mhm. Das ist Kenneth vom Bravo-Team. Der Stars. Ah, okay. Er ist kaum noch zu erkennen. Das ist also der gute Kenneth. Wer zur Hölle sei das? Soll das sein? Ich verstehe es nicht. Ja, es gab ja zwei Teams, die losgeschickt worden sind, ne? Ach, das ist das erste Team gewesen. Genau. Ah. Möchten Sie dies nehmen? Natürlich. Zeig mir bitte einen Menschen, der jetzt sagt Nein. Nehmen Sie mit, auf jeden Fall. Ja, ja. Möchten Sie das mitnehmen? Magazin für die junge Hausfrau. Genau. So. Oh, wow. Die Frage ist, was die Hausfrau macht. Die guckt nach Zombies. Sie ist von innen verriegelt. Ja, hallo, du hast einen Dietrich bekommen. Ja, also irgendwie komisch. Sie ist von innen verriegelt. Sind wir nicht drin, ne? Vielleicht haben wir keinen multifunktionalen Dietrich. Das ist so krass hier. Sie haben dies... Dumm. Ja, sie haben dies gerade benutzt. Dumm-Dumm-Geschosse. Was zur Hölle ist das? Ich weiß nicht. Sollte das nicht eigentlich heißen Dietrich? Nein, sie haben ein Dumm-Dumm-Geschoss benutzt. Kann ich damit die Hunde packen? Ist das wirklich der Dietrich? Ja. Wow. Ich weiß auch nicht. Dumm-Dumm-Geschoss. Vielleicht hat Barry... Oh. Oh Gott. Dieser Blick sagt mir nicht zu. Vielleicht hat Barry das Ding umbenannt oder so. Barry. Immer ist Barry schuld. Oh. Hier sieht's relativ harmlos aus. Oh, lass uns einen trinken. Oh ja. Ich dachte, jetzt kommt... Oh, hier passiert was ganz Schlimmes. Ich habe schon ganz kurz zusammengezuckt. Nein. So, hier muss es doch was geben. Jetzt kommen erstmal die Glücksbärchen vorbei. Ja, genau. So. Oh, sag mal, oh, ich stelle mich aber auch doof an hier mit dieser Steuerung. Ja. Dankeschön. Nein. Das sagt man nein, das klappt wunderbar. Ich war noch nicht fertig. Ja, ja. Ja, also nein. Ganz klar nein, natürlich. Hä, sag mal, der Raum muss doch hier eine Bedeutung haben. Untersuch einfach mal. Geh mal zum Schrank. Oder geh mal, genau. Was? Stell dich mal rechts von dem Schrank hin. Oder was ist das überhaupt? Ist das ein Schrank? Ich glaube schon. Also ich soll mich vor den Schrank stellen. Nein, seitlich davon, der Seite. Genau. Kann man genau, den schieben? Ja, so.
Versuch's mal. Vielleicht geht's. Haha, tada. Muss gedrückt halt. Aber das ging jetzt nur einmal. Oder probier's von der anderen Seite. Ja, mal gucken. Oh Junge, bei Mädchen meine ich, beweg dich. Die ist so chillig hier drauf. Hallo, da ist gerade ein Zombie rumgerannt und hat alle Leute zerfleischt. Zwei Männer sind weg. Sie ist doch tough. Ist doch was Mädel. Tada. Was ist das? Ich weiß es nicht. Untersuch's mal. Mal sehen, was wir jetzt hier haben. Das sieht wie ein Brief aus. Möchten Sie dies nehmen? Noten, ja. Ich kann mir schon denken. Ich muss auf dem Klavier spielen. Genau. Dafür ist das Klavier da. Gut kombiniert, Watson. Yes. So, Klavier. Ein großer Konzertflügel. Hau mal in die Tasten. Ein großer Konzertflügel. Vielleicht muss ich jetzt dieses Teil benutzen. Erstmal prüfen. Oh nein, ich kann kombinieren. Gefällt mir ja gar nicht. Ich glaube. Okay. Puh. Kannst du noch irgendwas drücken? Nö. Das irgendwie auf dann, oder? Der Titel lautet Mondschein-Sonate. Oh, cool, das mag ich ja total. Der Titel lautet... Oh, sagt mir das jetzt die ganze Zeit? Nein. Nee, du musst... Ja. Geh weg, so. Genau, einmal überprüfen reicht eigentlich. Okay, und nutzen. Nutzen, genau. Das ist die Mondschein-Sonate. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich würde es auch gerne lieben. Was hat das jetzt gebracht? Oh, da geht eine Tür auf. Genau, ja. Oh mein Gott. Irgendeine Bewandtnis hat es. Oh nein. Muss ich da rein? Das ist schon so gefährlich, so mysteriös. Geheimgang hier. Wage den ersten Schritt. Ich lasse dich raus. Kann ich nicht mal reingucken, wie es da drin aussieht? So klein, so ein kurzer Blick. Da ist eine Scheibe. Oh Gott. Wo ist deine Scheibe? Links. Also, ich hab gerade eine Tapete. Oh, keine Monster hier. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Bestimmt noch so ein Emblem. Ja. Möchten Sie dies nehmen? Gold-Emblem. Emblem. Emblem. Wie wird denn das gesprochen? Emblem, oder? Emblem. Oh nein! Bitte sag nicht, ich muss jetzt ganz... Oh, nein. Jetzt hab ich. Jetzt ist drin. Jetzt ist vorbei. Scheiße. Und nun? Vielleicht musste. Einfach nur hingehen und öffnen? Ein Clipping-Fehler, eben hat bei die Tür weg. Meine Hand ist weg, verdammt. Yes. Vielleicht musste jetzt. Andere reinsetzen, oder? Ach so, ja klar. Dies ist der Hohlraum, in dem sich ein Emblem befand. Ja, vielleicht muss ich jetzt das andere reinsetzen. Ich hätte ja vermutet, dass wir vielleicht einen anderen Gegenstand reinsetzen müssen, aber wir haben ja erstens keinen anderen Gegenstand und zweitens ist hier in dem kleinen Raum nichts anderes mehr. Also vermute ich mal, müssen wir das andere Emblem. Ich mache das jetzt einfach mal rein, okay, das geht auf und dann werde ich das Gold-Emblem einfach mal vorne einsetzen, wo ich das jetzt hierher hatte. Genau. Theoretisch könnte das was bringen. Also wenn, würde ich jetzt vermuten. Du hast jetzt das andere, was man vom Speisesaal da hat, ne? Genau. Max, erstmal hier vorbeikommen. Also wenn sich die Tür geschlossen hätte und man muss ganz schnell durchrennen, damit man es gerade noch durchschafft, ich wäre am Arsch.
Da wärst du zwei Hälften. Ja, ja, da wäre ich hier richtig platt und so. Ganz handlich für die Handtasche. Ich glaube, wir sind das Alpha-Team. Bravo ist ja dann nur der Kenneth dabei. Genau. Auch ja. Diese Musik. Okay. Also sonst ging es ja hier nichts mehr. Da war ja alles schon... Ja, da war eigentlich alles zu soweit. Ja. Ich glaube, jetzt musste... Jetzt muss ich sterben wahrscheinlich. Ja klar, öffne die Tür 3-4 Mal. Passieren. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, jetzt musst du das Emblem da reinsetzen. Würde ich jetzt logisch schlussfolgern. Ja, gehe ich mal von aus. Das ist der Hohlraum, in dem sich ein Emblem befand. Na gut, dann setzen wir das einfach mal ein. Tut es. Ah, die Uhr läutet. Wow. Mal gucken, was sich öffnet. Entweder wieder ein Geheimgang oder... Ein Loch. Oh nein, da muss man eine Hand durchstecken, dann wird die einen abgerissen. Ganz klar. Ist doch so logisch. Ja, genau. Möchtest du die Hand in das Loch stecken? Ja. Na klar. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich habe noch keine Hilfe gebraucht. Gut, bis jetzt hatten wir auch nur einen Zombie. Genau. Und der wurde von jemand anderem umgelegt. So sieht's aus. Möchten Sie dies nehmen? Herrenhaarschlüssel. Herrenhosenschlüssel. Nee. Ja, genau. Ich habe das wird ausgeschrieben. Ja. Herrenhaarschlüssel. Herrenhausschlüssel. Lass mich raten. Und damit kann ich hier diese ganzen Türen öffnen. Die mich in mein Verderben führen. Ich weiß nicht, ob die in der Eingangshalle gemeint sind oder jetzt die, wo wir jetzt eben waren. Die, Ach so. Da, wo der Zombie war. Da müssen wir mal schauen. Ich probiere es einfach. Genau. Oh, sag mal. FPS bitte auf 30 hoch. Ich sehe es 20, 30. Ja. Na, meistens gucken sie so bei 10 bis 15 rum. Der liegt immer noch hier. Ja, der lässt sich gut gehen. Ja, ganz chillig. Der hat aber schöne Stiefel. Ob der auch noch aufsteht. Also ich glaube, ich würde die Stiefel mitnehmen. Moment mal, kann man hier vielleicht irgendwie sich hinsetzen, mal ausruhen oder sowas? Glaube ich auch. So die Beine hochlegen, das so, das ist ja schöne Stütze. Genau. Es sieht aus wie ein Bild von diesem Herrenhaus. Wie Psycho muss man sein, sein eigenes Haus zu fotografieren und drinnen aufzuhängen. Die sind noch krank, die Leute. Auch. Nee, nee. Sie ist von innen verriegelt. Wenn ich jetzt hier das einfach mal benutze. Ja, Sie können das hier nicht nehmen. Benutzen. Ach, schade. Vielleicht die andere Tür. Genau, probieren wir die andere ein bisschen. So. Sie ist von innen verriegelt. Wir probieren es nochmal. Ach, ist ja klar. Ich habe einen Schlüssel gefunden, der total sinnlos ist. Ich frage mich, ob es nicht auch automatisch geht. Müsste eigentlich, ne? Für uns hat es ja dieses Dumm-Dumm-Geschoss auch benutzt. Genau, ja, Dumm-Dumm-Geschoss. Dumm-Dumm-Geschosse, unglaublich. Brichst du mal ein? Ey, hast du einen Dietrich dabei? Nein, ich habe nur mein Dumm-Dumm-Geschoss dabei. Ja. Das erinnert mich so an One Piece, so Dumm-Dumm-Rakete. Ja, genau. Okay, dann... Ah, wir sind bisher noch am Leben. Sehr schön. Es wird auch so bleiben. Bis zum Ende des Spiels, da wir ja so tapfer sind. Da gebe ich keine Garantie drauf. Oh Gott, ich dachte, da steht jemand dabei. War das nur dieser Holzpfosten? Ja, ich hab eben auch gedacht. Junge, kannst du mich... Ich hab mir an die Schreibmaschine gedacht. Hey, da steht doch eine Schreibmaschine, oder? Ja, da steht eine Schreibmaschine. Ich dachte aber, dieses Holzding ist hier. Ah, deswegen hab ich nichts hier, okay. Gut, dann gucken wir uns mal die Tür hier an. Ah, hier oben ist auch noch eine Tür. Eine blaue, große Tür. Ja. Ich gehe lieber erst in die kleine, unscheinbare Tür. Da sind meist die schlimmsten Sachen.
Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Moment, ich habe einen Schlüssel bekommen. Genau. Wenn da eine Rüstung eingraviert ist, glaube ich, muss man da irgendwas reinsetzen. Ah, habe ich was? Ich habe ein Heilungsspray. Unglaublich. Und ja, das würde ich aber noch aufheben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil damit kannst du wirklich von deinem schlechtesten Zustand... Der schlechteste Zustand ist bei mir schnell erreicht. Okay, einfach natürlich. Am besten Kräuter. Die Kräuter, auch ein gutes Thema. Kräuter? Ja. Ja, die setzen sich dann erstmal hin und inhalieren diese Kräuter ganz gechillt. Genau, genau. Was ist sich mit Kräuter machen? Okay. Oh Gott. Oh. Erschreckt mich nicht. Nichts von Interesse. Nein. Überhaupt nicht. Das ist nichts interessant hier. Ein schönes Ölgemälde. Auch nicht interessant. Kunstliebhaber. Oh, es sieht aus, als ob man es verschieben kann. Ah, hier oben ist was. Aha. Ja, ich sehe es auch gerade. Die Statue hätte mich auch interessiert. Ah, die Statue mal ansprechen. Ja, spricht mal die Statue an. Vielleicht sagt sie genau. Eine Frau holt Wasser. Ich komm. Oh, abgerutscht. Komm. Schieb. Yes. Und nochmal. Die ist so stark. Total. Nein, nicht nochmal. Das war gerade perfekt. Das ist die Steuerung. Ja, das wird schon. Aber der Raum, der kommt mir so bekannt vor. Oh nein. Von dem anderen Teil. Echt? Das kann nur bedeuten, dass hier was Schreckliches ist. Nee. Also ich hoffe so mit. Ui, cool. Wir haben eine Karte der ersten Etage. Möchten Sie mitnehmen? Nein. Na klar. Jetzt sind wir welche, jetzt so blind, ne? Sie besitzen jetzt die Karte der ersten Etage. Ich bin ja eigentlich jemand, der immer dauernd auf die Karte gucken muss, einfach um sich sicherer zu fühlen. Das habe ich auch mal in irgendeinem Spiel gemacht. Ich glaube, Silent Hill war das. Da bin ich gerade angegriffen worden. Schon mal 51% Karte, 50% Geld. Ja. So in der Art. Da bin ich von einem Monster angegriffen worden. Da habe ich ganz schnell die Karte aufgerufen, damit ich erstmal durchatmen kann. Genau. Da warst du schön Ruhe. Ich glaube, da gibt es auch Pause, aber... Ja. Das ist für Loser. Das Bild zeigt eine rundliche Frau. Vielleicht ist das Bild doch einfach nur rund. Okay, von hier kann ich nicht. Die Frau kann nicht rund sein, oder? Ja. Das sieht so extrem danach aus, als ob es geschoben werden kann. Ja, das ist total. Oh, und wette, da springt jetzt irgendwas Böses gleich raus. Der rote Vorhang, der sticht doch nur so davor. So ein. Ich gucke mir, glaube ich, erstmal das Bild hier an. Das ist so entspannend. Ein Bild mit einer schroffen Landschaft. Nichts von Interesse. Die Bilder werden alle nicht interessant sein. Aber nicht, dass es irgendwann mal heißt, ah, ein schönes Wandgemälde. Oh, was ist das da? Das Bild einer schönen Frau. Kein Grund zur Sorge. Wieso zur Sorge? Quetsch dich. Das verstehe ich jetzt auch nicht, den Zusammenhang gerade, aber egal. Na, da, Bild. Das ist ein hübsches Landschaftsbild. Landschaft ist das Bild. Ja. Oh nein, ich hasse diese Blickszenen. Oh nein. Die Kamera. Nein, keine Ecke, bitte keine Kurve. Die ist so richtig verstörende Kamerawinkel. Kamerawinkel, Mann. Okay, alles in Ordnung. Das war ja nur ich. Oh mein Gott, da liegt einer. Ich dachte, ich bin jetzt die am Boden. Oh mein Gott. Zurück. Wie denn? Oh. Drück irgendwas. Ich hab den Kopf weggeschleudert. Oh, Junge, ich muss kurz durchhandeln. Ich dachte, ich liege am Boden und um die Ecke kommt irgendein Viech oder so. Dabei war ich das bloß. Ja. Obwohl die Panik schon besser an. Scheiße. Auf den Kopf. Oh, der war so schön zahm. Den konnte man gar nicht wegschleudern. Verschiedene Bilder. Oh, Junge. Jetzt atmen wir alle mal tief. Ja. Oh, ich habe es bekommen. Oh ja, möchten Sie dies nehmen? Farbband, ja. Farbband. Ja, oh, geil. Ich kann noch...
5-mal speichern. Wieso ist meine Gesundheit jetzt gelb? Meine Gesundheit ist jetzt schon gelb. Überleg mal. Ich weiß nicht. Mir hat jemand ins Knöchelchen gebissen. Der hat ja an deinen schönen Bein geknabbert. Ja. Deswegen humpelt die jetzt auch so. Wie kann der es wagen, da einfach tot rumzulegen und mir das Bein anzufressen? Also ich glaube, ich gehe jetzt erstmal speichern. Ich habe jetzt gerade einen Herzinfarkt bekommen. Also wenn das nochmal passiert, das nächste Mal kippe ich wahrscheinlich wirklich um. Dann war das ein kurzes Spiel. Ja, das stimmt. Da können wir ja früher Feierabend machen. Oh Gott, wenn ich bei diesem liegenden Viech schon so austicke, ich will gar nicht wissen, was jetzt noch passieren wird. Uiui. Ich bin die Ruhe selbst. Natürlich. Das sind nur Pixel, nur Pixel. So, was soll ich sagen? Stimmt, du hast nur noch ein Pixel. Ein Computerpixel. Ein großes Auge. Genau. Einfach nur braune Masse. Ja, wir wollen überschreiben. Genau. Chill. Ich finde es auch klasse, wenn der speichert. Ja, ja.